Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Herzlich willkommen zu unserer kleinen House of One Gesprächsrunde und Gebetseinheit hier. Wir vom House of One grüßen Sie. Wir möchten heute über das Thema Musik oder Gesang in unseren drei Religionen sprechen. Und ich fange mal an mit dem Blick auf das Christentum. Also der Gesang, der im Christentum inzwischen eine sehr große Rolle spielt, hat sich, wie alles bei uns oder fast alles, entwickelt vom Judentum her. Vom Psalmgesang her hat es sich entwickelt und in den Gottesdiensten Platz gegriffen. Zuerst als liturgischer Gesang, also der Gesang, der den Profis vorbehalten war. Und mit der Zeit über die Gregorianik dann hin zum Wechselgesang im gottesdienstlichen Geschehen ist es mehr und mehr auf die Gemeinde übergegangen. Und seit der Reformationszeit ist sozusagen der Durchbruch gelungen und inzwischen singt die ganze Gemeinde. Also alle im Gottesdienst Versammelten singen die Liturgie im Wechsel und den Gemeindegesang, das klassische Kirchengelied, singen alle gemeinsam und stellen dadurch eine Verbundenheit im Gottesdienst her. Und seither ist es einfach auch in allen christlichen Konfessionen von immer größerer Bedeutung, dass gemeinsam gesungen wird. Und die Bedeutung liegt darin, ja, wie sie auch für alle anderen Menschen, die gemeinsam singen, darin liegt, nämlich, dass da die Texte und die Lieder emotional mitgetragen werden, dass sie in anderer Weise die Menschen berühren, dass sie trösten oder Freude geben und dass insbesondere durch den gemeinschaftlichen Gesang eine Verbundenheit der Singenden untereinander hergestellt wird. Es ist in der Kirche nicht anders als im Fußballstadion oder im Gesangsverein. Und in dieser Corona-Krise hat sich ja nochmal gezeigt, wie wichtig trotz Abstand Gesang ist. Man hat davon gehört, dass es in Chören leider auch besonders viele Ansteckungen gab, weil Gesang weit trägt. Aber da, wo es gelungen ist, auf Abstand zu stehen und gemeinsam zu singen, gab es auch eine besondere Kraft durch das Singen. Mir ist, kürzlich habe ich das im Internet gesehen, ein Video, wo ganz viele Menschen in ihrem Wohnzimmer gemeinsam die Europahymne singen. Also das wunderbare Lied von Beethoven, Freude schöner Götterfunken. Und da gibt es ja diese eine Stelle, wo es heißt, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Also der Zauber des gemeinsamen Singens überwindet Grenzen. Dort, wo Nationalismen im Vordergrund stehen oder Ideologien oder auch da, wo die Abstandsregeln gelten, kann es gelingen, durch das gemeinsame Gesingen wieder eine Verbundenheit herzustellen und eine Gemeinschaft fühlbar zu machen. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese ganzen tollen Traditionen, dass auf dem Balkon gesungen wird in Italien oder Spanien oder auch in einigen Teilen Deutschlands. Um 19 Uhr immer, der Mond ist aufgegangen. Oder ich habe kürzlich gelesen, dass das Bach-Festival in Malaysia, dass da aufgerufen wurde, weltweit ein bestimmtes Stück von Bach gleichzeitig im Internet zu präsentieren. Und die Stars haben gemeinsam gesungen, auch über Video-Zoom-Konferenzen für die WHO. Also es gibt zahllose Beispiele dafür, dass die Musik, auch wenn man den Abstand wahrt, eine Kraft entfaltet und eine Bedeutung hat. Das gilt für die christliche Welt, aber auch für alle anderen. Und mich interessiert, wie sind die Regeln und wie ist der Umgang mit Musik zum Beispiel im Judentum, Andreas? Naja, zuerst mal, das hast du ja schon richtig gesagt, also der Ausgangspunkt ist der alte Tempelgottesdienst, in dem eben Psalmen gesungen wurden, und zwar von levitischen Chören, also von Profis, wenn man so will, die dann einzelne Zeilen von Psalmen als Solisten oder als Chor gesungen haben. Aber es gab auch schon im Tempel sozusagen Akklamationen von allen. Also das Amen oder das Halleluja oder das Selah. Das waren so Dinge, die konnte auch der Gläubige, der irgendwie mal einmal im Leben nach Jerusalem gepilgert ist und sonst mit diesem schönen Tempelgottesdienst und seiner musikalischen Ausgestaltung nichts zu tun hatte, das kannte der halt auch. Und da konnte der einstimmen. Und sagen wir mal, in dieser Spannung zwischen
denjenigen, die eigentlich die Melodien und die Texte nicht so können, weil sie nur gelegentlich in die Synagoge kommen, und denen, die sie können, und natürlich den Profis, den Liturgen. In dem Spannungsverhältnis lebt es heute auch. Aber es hat sich dann natürlich über den Psalmengesang hinaus entwickelt. Also die Schrift wird aus der Tora sozusagen in einem der vielleicht Gregorianik-ähnlichen Akzentesystem gesungen oder vorgetragen. Das ist schon nicht gesprochen, sondern es ist schon wie gesungen. Dann gibt es auch, sagen wir mal, ab der frühen Neuzeit tatsächlich Gemeindelieder. Nebenbei bemerkt, einige, wie zum Beispiel die Chanukka-Hymne, haben die Melodie von lutheranischen Kirchengesängen. Also da sieht man natürlich auch, wie die Dinge sich sozusagen gegenseitig befruchtet haben. Also man ist nicht nur an der Kirche vorbeigegangen, man hat vielleicht auch gehört, was da drin war, und hat es dann für seine eigenen Gottesdienste nutzbar gemacht. Also so muss man sich das vorstellen. Natürlich gibt es in der Zwischenzeit im 19. und 20. Jahrhundert auch, ich nenne es jetzt mal Komponisten, also Personen, die richtig Musik studiert haben und nicht nur sozusagen das aufzeichnen, was im 19. und frühen 20. Jahrhundert so eben gesungen wurde, also im Sinne von Oral History, die Sachen fixieren. Und es gibt auch richtige Kompositionen in der Zwischenzeit. Und es gibt ja auch Synagogen, die haben Orgeln, es gibt Synagogen, die haben richtige Synagogenchöre mit ausgebildeten Stimmen, die dann die Gemeinde unterstützen. Und so spielt also, ja, Gebetsgesang eine große Rolle. Eine so große Rolle, dass ein Rabbiner in Ost-Berlin in Mitte der 60er Jahre, Rabbiner Ödem Singer, der war für wenige Jahre Rabbiner, gesagt hat in einem Vortrag mal, die Juden sind ein singendes Volk. Das ist ein schöner Spruch. Und in der Tat ist es so, zumindest die Gottesdienste sind von einem singenden Volk. Und Kadir, wie ist das in der Moschee? Liebe Brüder, danke für das Wort. Wie gesagt, Thema ist ja Singen und Gesänge. Und diese gehören eigentlich zu unserem Alltag. Und ich glaube, Musik ist verbindend und verbindet uns alle. Das kann man hier nochmal unterstreichen und hervorheben. Wir brauchen die Musik. Sie ist für uns die Quelle der Entspannung, der Freude, der Motivation. Sie fördert Liebe und Zuneigung. Auch in dieser besonderen Zeit, in der wir uns ja befinden, im Ramadan, werden wir Muslime durch singende menschliche Stimmen, durch Gebete, Lobgesänge und Koranrezitationen begleitet. Das ist sehr schön, das ist wunderbar. Ein Erlebnis für sich. Sie werden sich erinnern und ihr werdet euch wahrscheinlich auch daran erinnern, dass der Fastenmonat Ramadan nicht nur die Zeit ist, in der man jetzt fastet, so wie es heißt, sondern es ist auch die Zeit des Korans. In einem ganzen Jahr wird zu keiner Zeit so viel Koran vorgetragen, gelesen wie in dieser Zeit. Da bekommt es wirklich einen Höhepunkt. Und der Koran ist für uns ein Gebet, ja sogar ein inniges Gespräch mit unserem Schöpfer, denn er ist Wort Gottes. Wir sagen Kalamullah. Aus den wertvollen Worten unseres geliebten Propheten entnehmen wir eigentlich eine Anregung, eine sehr, sehr wichtige Anregung. Und zwar, da heißt es, Zayinul Qur'ane bi aswatikum, besser gesagt. Das heißt, schmückt den Koran mit euren Stimmen aus, verschönert den Koran mit euren Stimmen. Eigentlich im Grunde wird die menschliche Stimme mit dem Koran verschönert. Aber der Sinn in diesem Satz ist eigentlich oder möglicherweise den Koran gebührend schön und innig vorzutragen, den Koran nicht trocken vorzulesen. Also darauf Bezug nehmend ist ein musikalisches, melodisches Vortragen des Korans entstanden und wurde eine Tradition, eine Kunst, sogar eine Wissenschaft, die ihre Heimat in Ägypten gefunden hat und sich in die ganze islamische Welt ausstrahlte. Also heute haben wir Koranrezitatoren,
Wir nennen sie Qurra oder Qari, diejenigen, die den Koran vorlesen. Es sind Menschen, die den Koran auswendig gelernt haben, und dafür gibt es einen Ehrentitel, und zwar Hafiz. Hafiz, der Beschützer. Denn der Koran wird eigentlich nicht durch Festschreiben festgehalten und beschützt, sondern eigentlich indem es von einer Generation zur nächsten durch mündliches Weiterreichen weitergegeben wird. Natürlich unter der Vorlage mit dem Schriftlichen in der Hand, also zur Gedächtnisstütze natürlich. Aber letzten Endes, der Koran als das Wort eigentlich bekommt deswegen immer wieder durch diese menschliche Stimme etwas Besonderes. Da trifft die menschliche, irdische Stimme dem göttlichen Wort. Ein Moment, was eigentlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Was ich natürlich da in diesem Bezug nochmal sagen würde, euch darauf hinweisen würde, ist, dass wir ja in dieser Corona-Zeit eigentlich doch ein Stück die Möglichkeit bekommen haben, die Welt viel stärker, enger zusammenzutragen, sodass wir all die schönen Rezitatoren, Hafiz, Qurra, die an unterschiedlichen Orten der Welt leben, jetzt doch nicht mehr in ihrer eigenen Moschee vortragen oder an bestimmten Orten, sondern im Internet für alle öffentlich, für alle zugänglich. Also es ist eine musikalische Bereicherung für uns. In dieser besonderen Zeit mit dieser Musik sollte natürlich auch gesagt werden, dass dieses Vortragen, melodisches Vortragen, Rezitieren, aber natürlich in ihrer ganzen Schönheit nicht den Inhalt verblenden darf. Musik ist wichtig, Musik ist schön und es berührt die Herzen, aber es ist ein Hilfsmittel, ein Mittel dazu, diesen wunderbaren und wertvollen Inhalt dann zugänglich zu machen. Mit einem weiteren Prophetenspruch möchte ich eigentlich meine Worte abschließen, und da kann ich mich nur an deine Worte, lieber Gregor, mich erinnern, wo du dich in der Tradition von Andreas gefühlt hast. Und das ist bei uns auch nicht anders. Denn der ehrwürdige Prophet, Segen und Frieden sei mit ihm, sagte einem Prophetengefährten, der den Koran vorgetragen hatte, dass er eine süße, eine wohlklingende Gesangsstimme habe, so wie die Stimme jener aus dem Hause Davids. Also somit würdigte eigentlich er die schönen Gesänge in der jüdischen Tradition und spricht sich eigentlich auch für die Fortsetzung dieser Schönheit aus. Also wir haben nicht etwas neu begonnen, wir haben es nicht neu angesetzt, wir fangen da an, wo die jüdische Tradition, natürlich auch die christliche Tradition, eigentlich auch viel Erfahrung hatte und wir auch nochmal uns dazu bekennen. Ja, ich will versuchen an dieser Stelle, so wie wir das eben auch versucht haben, in Worten zu fassen, sozusagen einen kleinen Eindruck zu geben, wie zum Beispiel Gebete rezitiert werden können. Und das könnte zum Beispiel so gehen. Mishab erach, avoten wavram yitzhak ve'yahakov, ve'imotenu salvarach ve'lea, yivarech v'yirape et hacholim. Das heißt dann auf Deutsch, der unsere Vorfahren Abraham, Isaac, Jakob, Sarah und Lea gesegnet hat, er segne und heile die Kranken. Und ich denke, in dieser Stunde und in diesen Tagen, in denen es vielen schon besser geht, sollen wir noch an die denken, die im Krankenhaus liegen und mit dieser Corona-Infektion kämpfen. Deshalb möge sich der Heilige gelobt sei über sie erbarmen und ihnen Mut geben, sie heilen, erstarken und beleben und ihnen alsbald vollständige Genesung vom Himmel senden. Genesung der Seele und Genesung des Körpers. Die Genesung komme bald und jetzt in diesem Jahr, und darauf lasst uns Amen sagen. Amen. Ja, da möchte ich anschließen und eine kleine liturgische Passage singen und dann überleiten in eine Fürbitte.
Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Treuer Gott, es ist eine wunderbare Gabe, singen zu können. Gemeinsam und frei singen können, das fehlt in dieser Zeit. Und doch tut es gut, dem Kranken ein leises Lied zu summen, der Traurigen, dem Entmutigten. Unser Lied ist auch Gebet und unser Beten ist ein Lied. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, denen das Singen vergangen ist, für die Kranken, für die Sterbenden und für die, die um sie trauern. Für alle, denen Einsamkeit oder Kummer die Seele zuschnürt, schenke ihnen Hoffnung und Mut zum Singen und lass sie deine Nähe und Treue spüren. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht, wenn ihr mir erlaubt, würde ich dann auch mal was vorsingen. Dann passt es ja eigentlich auch zu unserem Thema. Ich würde als Gebet gerne die erste Sure, Sure al-Fatiha, Ihnen vortragen. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Schön. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke.